Wir haben heute folgenden Aufbau. Zwei Kennknoten. Links der Knoten mit der ID 620, rechts der Knoten mit der ID 560, verbunden mit einem kurzen lilafarbenen Kennkabel. Über die rot-schwarze Leitung ist über einen Differenztastkopf unser Oszilloskop angeschlossen und wir sehen, es findet eine Kommunikation statt. Sehen wir uns zunächst einmal an, was passiert, wenn wir diese beiden Abschlusswiderstände entfernen. Zunächst ein Abschlusswiderstand. Man sieht, der Pegel springt sofort ein bisschen in die Höhe. Und jetzt der zweite Abschlusswiderstand. Es findet keine Kommunikation mehr statt. Wenn ich anders triggere, sieht man, dass tatsächlich eine Kommunikation versucht wird. Allerdings führt das nicht zum Erfolg. Bringen wir die Abschlusswiderstände wieder an und sehen wir uns das Signal einmal genauer an. Man sieht, die Flanken haben einen leichten Überschwinger, aber soweit ist das alles in Ordnung. Was passiert, wenn ich jetzt einen dieser Abschlusswiderstände entferne? Bei einer kurzen Leitung nicht viel. Das Signal wird ein bisschen verwaschener, aber man sieht noch nicht wirklich den Effekt. Jetzt schließe ich stattdessen eine 8 Meter lange Stichleitung an, die auch mit einem Abschlusswiderstand versehen ist. Sobald ich diesen Abschlusswiderstand entferne, sehen wir deutlich den Effekt. Sowohl am Anfang als auch am Ende des positiven Signals sind Reflexionen zu erkennen. Die Dauer bis zur ersten Reflexion beträgt 78 Nanosekunden. Die Reflexion selbst beträgt ca. 76 Nanosekunden. Und am Ende ist noch einmal eine Reflexion erkennbar mit etwa 80 Nanosekunden. Wenn ich mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 200.000 km pro Sekunde rechne und einer Reflexionszeit von 78 Nanosekunden, dann komme ich auf etwa 15,6 Meter, was ziemlich genau dem Doppelten unserer Leitungslänge entspricht. Zum Schluss werde ich den Abschlusswiderstand wieder anbringen und die Übertragung findet ganz normal statt.